Meisterschaftsfrage. Und natürlich wissen die Fußballfreunde, dass der 1. FC Kaiserslautern in Bremen ein 2:1 vorgelegt hat. Und die Bayern müssen nachziehen, denn sie brauchen ja ohnehin einen Patzer der Pfälzer, um noch ganz nach vorne zu kommen. Sie strotzen vor Selbstbewusstheit in den letzten Wochen, haben in 7 Spielen nicht mehr verloren, 11:3 Punkte erzielt. Und nun kann man darüber streiten, wo die Ursache und wo die Wirkung zu suchen ist. Aber auch Wattenscheid hat nach Wochen der Erfolgslosigkeit plötzlich wieder den richtigen Weg gefunden, hat 2-mal gewonnen und hat sich aus der Abstiegszone verabschiedet. Und dann kann man frei aufspielen. Und ich kann mir vorstellen, dass für die Ex-Lauterer, aber nicht nur für die, allein der Gedanke, Kaiserslautern zu helfen und die Münchner zu ärgern, mehr Motivation heute war als die Erinnerung an die 0:7-Schlappe im Hinspiel. Unser Reporter ist Wilfried Luchtenberg. Annähernd 40.000 Zuschauer im Bochumer Ruhrstadion, Wettergut, prächtige Stimmung und 4 gut aufgelegte Ex-Lauterer beim Gastgeber, die sich vor dem Spiel besonders optimistisch gaben. Wer wird denn jetzt deutscher Meister? Ich glaube Kaiserslautern. Ich wünsche mir den 1. FC Kaiserslautern. Der Bessere und der Glücklichere. Wenn es der FCK wird, glaube ich, ist es eine Mannschaft, die es übers Jahr gesehen verdient hat. Ja, für mich ist die Frage eigentlich jetzt schon beantwortet. Ich glaube, wir schlagen heute die Bayern. Kaiserslautern holt mindestens einen Punkt in Bremen. Und dann ist Kaiserslautern so gut wie Meister. Das waren Emmerling, Hartmann, Trainer Bongartz und am Ende Hans-Werner Mosers. Aber auch die Gäste begannen nach dem Motto, gut aufgelegt allen voran. Olaf Thon, die Münchner also in den roten Trikots von rechts nach links. Thon hier gegen Thorsten Fink, ein feiner Trick. Und nach 2 Minuten erste Gelegenheit für München, knapp vorbei. Hannes Bongartz stand im ersten Durchgang, ständig versucht, seinen Mann mit Anweisungen in taktische Zwänge zu schicken. Aber die Münchner machten das Spiel, das ist Flügler, in gewohnt sicherer Kombinationsart, Schwabel und Roland Wohlfahrt. Prächtige Parade von Ralf Allenberger, zweite Gelegenheit für die Münchner. Wohlfahrt gegen Jörg Bach, das waren gute Duelle in diesem Spiel. Und nach wie vor, auch unter dem Pfeifkonzert der Wattenscheider Zuschauer, gelungenes Münchner Kombinationsspiel. Schwabel hier, gefolgt von Ibrahim. Schiedsrichter Wolf-Günter Wiesel lässt Vorteil gelten für die Bayern. Wieder Thon und noch einmal Wohlfahrt gegen Bach. Auch nach gut 20 Minuten nach wie vor die Gäste aus München klar Feld überlegen. Brian Laudrup kann sich hier durchsetzen. Die Abwehrspieler der Münchner kamen mit nach vorn, so wie hier Kohler. Und es schien eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, wann der erste Treffer für den deutschen Meister aus München fallen würde. Und dann, als die Wattenscheider so nach 25 Minuten zum ersten Mal auf das Tor der Münchner marschierten, da wurden sie zurückgewinkt. Und das trieb Hannes Bongartz die Zornesröte ins Gesicht. Und wir sehen in der Wiederholung, dass es hier eine kleine Fehlentscheidung gab. Denn Hartmann begeht kein Foul gegen Effenberg. Aber ansonsten war der Schiedsrichter Wolf-Günter Wiesel, der für den erkrankten Wolf-Rüdiger Umbach heute leitete, umsichtig und souverän über 90 Minuten. So, nach einer guten halben Stunde eine erste klug vorgetragene Angriff der Gastgeber. Da wurde mal die ganze Breite des Feldes genutzt. Hier Ibrahim. Man riskiert auch mal ein Doppelpassspiel, so wie hier zu Hans-Werner Moser. Der Ex-Lauterer bringt den Ball nach innen und das Duell auf der Gegenseite. Sammy Sahne gegen Roland Grahammer, der noch etwas nachdrückt. Das war die erste ganz große Gelegenheit für Wattenscheid. Ansonsten hatte Raimund Aumann einen geruhsamen Nachmittag. Dennoch skeptische Blicke bei Jupp Heynckes. Stefan Reuter trieb das Spiel seiner Mannschaft nach vorne, erobert den Ball hier zurück. Fast alle Wattenscheider am eigenen Strafraum. Sehr defensives Verhalten im ersten Durchgang vom Neuling. Dann Jürgen Kohler, Effenberg und der Ball ist im Tor. 0:1 nach 38 Minuten. Eine klare Folge des Münchner überlegenen Spiels. Effenberg lässt sich hier feiern, aber er muss sich gefallen lassen, dass als Torschütze letztlich Hans-Werner Moser genannt wurde, der den Ball seinem Torwart Ralf Allenberger über die Linie drückte. 0:1 also. Glück ist das Zusammentreffen von guter Vorarbeit und günstiger Gelegenheit. Und da hätten die Bayern eigentlich mehr verdient gehabt im ersten Durchgang. So blieb es beim 0:1 nach 45 Minuten.
Der zweite Durchgang. München setzte eigentlich da an, wo sie aufgehört hatten. Beide Mannschaften im Übrigen unverändert. Brian Laudrup gewinnt hier zum ersten Mal ein Duell gegen Thomas Langbein. Verwirrung in der Wattenscheider Abwehr und letztlich behält Ibrahim die Übersicht, spielt zurück zu seinem Torhüter. Wenig später dann eine ähnliche Situation registriert Trainer Hannes Bongartz dann auf der Münchner Seite. Jetzt wurden die Gastgeber etwas aggressiver. Sahne, der bis dahin noch nicht so recht zu seinem Spiel fand, ziemlich allein gelassen war. Dann Hartmann versetzt Bender. Jetzt kam allmählich die Stimmung in die Bude. Effenberg behält die Übersicht und nutzt mit einem klugen Pass nach vorne den Raum. Dadurch jetzt schneller Gegenzug der Bayern über Reuter. Brian Laudrup verfolgt von Hans-Werner Moser. Ralf Eilenberger im Fall und dann lenkt er den Ball noch mit den Fingerspitzen um den Pfosten. So gibt es nur den vierten Eckball für Bayern München. Auch hier wieder Unsicherheit. Flügler, Roland Wohlfahrt. Und glückliche Sekunden hier für Ralf Eilenberger. Ich denke, das sehen wir noch einmal. Hier der Eckball. Wohlfahrt begibt sich in Stellung, kommt auch zum Schuss, aber in letzter Sekunde noch ein Verteidigerbein dazwischen. So bleibt es beim 0:1. Dann der erste Wechsel in diesem Spiel. Dirk Kondny geht und Hannes Bongartz bringt mit der Nummer 13 Jörg Sobich ins Spiel. Und dieser Jörg Sobich fügt sich ganz prima ein, so als hätte er von Beginn an mitgespielt. Schönes Zuspiel zu Hartmann. In der Mitte wartet Semi Sahne, möchte angespielt werden. Hartmann macht's allein, versetzt Flügler und auch Aumann. Und es heißt 1:1 nach 61 Spielminuten. Frank Hartmann, der übrigens als einziger Wattenscheider alle 31 Spiele bisher mitgemacht hat, mit einem tollen Solo. Sie sehen es hier vorbei an Flügler und dann mit dem rechten Fuß ins lange Eck. Unerreichbar für Aumann. Der Ausgleich 1:1. Und jetzt war es so, als habe das Spiel gerade erst begonnen. Offener Schlagabtausch auf beiden Seiten. Plötzlich war der Neuling aus Wattenscheid mittendrin im Spiel, zeigte überhaupt keinen Respekt mehr vor den Bayern. Und so entwickelte sich im Bochumer Stadion noch ein tolles Fußballspiel. Brian Laudrup jetzt auf der rechten Seite. Schöne Flanke. Bender kommt da um Sekundenbruchteile zu spät. Dann wieder Wattenscheid, Hartmann, Hans-Werner Moser gegen Kohler, ist vorbei und wird gefault. Pfeifkonzert bei den Zuschauern. Schiedsrichter Wolf-Günter Wiesel belässt es hier bei einer Mahnung. Wir sehen das Ganze noch einmal. Es gab nicht eine einzige gelbe Karte in diesem Spiel, auch das wollen wir wohlwollend bemerken. Dann bereiten die Bayern einen Wechsel vor. Im Vordergrund Thomas Strunz, dahinter Christian Ziege. Sie kommen für Laudrup und Flügler. Noch zuvor noch der Freistoß. 69. Minute. Moser und 2:1 für Wattenscheid. Ausgerechnet durch jenen Mann, der eine Stunde vor Spielbeginn noch gar nicht wusste, ob er spielen konnte. Er hatte sich einen Nerv eingeklemmt. Und dann macht Moser nach diesem Freistoß Sieger gegen Kohler und Reuter das 2:1. Gespielt waren 69 Minuten. Ibrahim kam immer besser ins Spiel. Schönes Zuspiel zu Semi Sahne. Und der scheitert gleich zweimal. Erst einmal an Raimund Aumann und vergibt dann überhastet diese günstige Gelegenheit. Das wäre möglicherweise schon eine Vorentscheidung gewesen. Dann wieder die Bayern. Jetzt über die linke Seite mit Grahammer. Der hat viel Platz, Gelegenheit zum Flanken. Und dann ist Sieger auf Zack. Aber auch Eilenberger greift sich das Leder und hält diesen Kopfball von Christian Ziege. Gestenreich, Hannes Bongartz, auch Jupp Heynckes stand jetzt näher. Und dann ist Wohlfahrt da nach 87 Minuten, 2:2 nach einer Flanke von Grahammer. Heynckes schaut auf die Uhr, sollte er das Ding wie so oft in dieser Saison kurz vor Schluss noch einmal rumbiegen. Die Flanke Grahammer, Kopfball Effenberg, Roland Wohlfahrt markiert seinen 21. Saisontreffer. Aber wer nun glaubte, die Gastgeber aus Wattenscheid seien geschockt, sie legten noch einmal zu. Ibrahim, gleich zweimal Sieger im Zweikampf. Emmerling winkt, bekommt den Ball. Was wäre das für ein Tor gewesen? Volles Risiko, knapp vorbei. Und weiter geht's in diesem Spiel. Wieder Ibrahim. Dreh- und Angelpunkt jetzt. Langes Zuspiel. Semi Sahne verfolgt von Grahammer. Mitgelaufen Thorsten Fink.
Und der markiert das 3:2. Das war die Entscheidung im Ruhrstadion in Wattenscheid. Was für ein Fußballspiel. Jupp Heynckes kann nur sagen, Erfahrungen sind das, was man sammelt, wenn man nicht kriegt, was man will. Die deutsche Meisterschaft scheint entschieden. Dies äußerte er auch im anschließenden Interview mit meinem Kollegen Jürgen Bergemann. Ja, ich glaube, damit kann man den Kaiserslautern gratulieren. Ich muss sagen, sie haben es, wenn man die gesamte Saison sieht, auch verdient. Aber auf den heutigen Tag betrachtet, ist es doch sehr überraschend. Ja, es ist immer so, dass die vermeintlich schweren Spiele doch leichter sind. Und das hat man heute wieder gesehen. Wir haben uns sehr, sehr schwer getan. Erste Halbzeit haben wir gut gespielt, aber in der zweiten Halbzeit haben wir nicht energisch genug nachgesetzt. Und deswegen haben wir das Spiel heute hier verloren. Kann man da von der vielleicht bisher größten Enttäuschung Ihrer Trainerlaufbahn reden oder wäre das zu vermessen? Nein, das ist überhaupt keine Enttäuschung, sondern im Gegensatz, man muss den Kaiserslautern dann wirklich herzlich gratulieren, weil sie waren über die gesamte Saison die beste Mannschaft.